Moin Moin und willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Frosty und spiele Pen and Paper Online. Hier kannst du als Neuling lernen, wie das funktioniert mit zahlreichen Tutorials rund um DSA oder andere Systeme. Ich biete Unterstützung an, wenn du nicht weißt, wie das Spielen online funktioniert. Neben meinem Fokus auf DSA, das schwarze Auge, habe ich auch noch Spielrunden zu Game of Thrones oder Cthulhu. Wenn du neu hier bist, schau einfach in die Playlisten, die ich erstellt habe. Die sind immer auf dem aktuellen Stand. Schau dich um, ich freue mich, wenn du hier bleibst. Würfel mal auf Gassenwissen. Sie ist erschwert um alle deine Nachteile, die du irgendwie hast. Ich habe, glaube ich, gar kein Gassenwissen. Weltfremdstädtisches Leben 7, Unfähigkeit für Gesellschaft 6, Raumangst. Genau, Menschenkenntnis plus 10 ist schon mal die Gassenwissen-Ableitung. Und dann kommen nochmal deine Nachteile dazu. Also Richtig. Menschenkenntnis plus 23. Ja, bitte einmal würfeln. Ich hoffe auf die Doppel-1, das wäre lustig. Ah, die hast du verdient. Facey, mit Anteile. Oh Mann. Dann wird erstmal mit dem Jungen zurück zur Gilde gegangen und dann werden. Ausgezeichnet. Ja, kannst du bezahlen und Ja, dann man guckt den. wahrscheinlich nicht schlecht, was ich ihm da ein paar Heller in die Hand drücke, für wie viel ich jetzt hier 240 Liter Pferdekopf verkauft habe. Ja, aber du kriegst. Ihr bemerkt gerade etwas bei dem Zauberer, nämlich er hat sich dieses Zigarillo-mäßige Ding jetzt in den Mund gesteckt, er formt die Hände und er beginnt zwischen den Lippen hindurch einen Zauberspruch zu knurren. Er hat Klugheit gewürfelt, um zu gucken, ob er sich daran erinnert, dass ein Magieverbot herrscht in dem Augenblick, weil es für ihn das Natürlichste der Welt ist, mit einem Manifesto sich den Zigarillo anzuzünden. Leider hat er die Klugheitsprobe nicht geschafft, deswegen fängt er jetzt an, hat sich den Zigarillo fertig gedreht, hat ihn sich zwischen die Lippen gesetzt und fängt an, irgendwas zu murmeln erstmal. Das wird den Leuten auf jeden Fall unmittelbar auffallen. Manifesto Kraft der Sechse, bei der Macht von Schlange und Echse, Manifesto Element für einen kleinen Moment. Gib mir Feuer. Sonst. Also sehr Boah. süß, sehr klein, wenn er aus dem Ja. Wasser kommt, ne? So süß, den will man direkt in den Mund nehmen, ne? Gibt's Nee, zu. nee, nee, nee. Aber du Boah. kannst mir den Vorschlag ja mal machen. Ich glaube, du kriegst dein Buch dann wieder mit Schwung von unten.